We've had like a Der Winter war ziemlich intensiv. Wir hatten jede Menge Schnee. And like dumps of snow. Reinda, du hattest wohl Spaß im Schnee. Die sind riesig. Meine Güte, so viele. Ich freue mich schon wieder, Leute zu treffen und zu plaudern. Braves Mädchen. Ich bin Christy Tanks Fowler und das ist unser Hund Pancho. Pancho El Toro Villa, Sohn von Cisco, ist sein voller Name. Pancho ist was Besonderes für mich. Er ist der Vater meiner Großwelpen. Er und Daisy hatten zwei gemeinsame Würfe. Sehr schöne Welpen. Pancho ist ein echter Gentleman. Er folgt mir überall hin. Er ist mein Seelenverwandter. Ich sehe ihm wahrscheinlich öfter in die Augen als meinem Ehemann. Pancho ist 11, also schon etwas betagt. Die letzten Jahre mussten wir einige Mastzelltumoren entfernen. Hier ist er. Sieht aus wie ein großes Stück Blumenkohl im Ohr. Hat man erst einmal einen Mastzelltumor, ist man anfällig für weitere. Heute werden wir ein Geschwür an Panchos Penisschaft entfernen. Es scheint kanzerös zu sein, also entfernen wir es sofort. Das ist ein Mastzelltumor. Wir müssen das Geschwür entfernen. Ich habe mir die letzten Tage Sorgen gemacht. Sein Bauch stand etwas hervor. Ich befürchte, es hat gestreut. Er wirkt in letzter Zeit ziemlich aufgebläht. Er ist nervös, aber wir kümmern uns gut um ihn. Du bist auch nervös. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Ich will ihn nicht verlieren. Alleine der Gedanke. Poncho Pants. Okay, Buddy. Daisy, schau, wer da ist. Dein Mann. Wenn Pancho kommt, freut sich Daisy immer. 30 Sekunden bis eine Minute lang. Pancho, sie ist kein Fan mehr davon. Dann erinnert Pancho sich an die gute alte Zeit. Gleich wird sie sauer. Sie denkt, bitte nicht, das ist peinlich. Er wird leidenschaftlich und sie ist nicht interessiert. Jetzt reicht's ihr. Das schreckt ihn nicht ab. Okay, Pancho, wir werden dich sedieren. Okay. Braver Junge. Pancho hat ein Geschwür am Penis, das werden wir entfernen. Ein ungünstiger Ort für einen Tumor, wir sind alle nervös. Das Problem bei Mastzelltumoren ist, dass man so viel wie möglich entfernen muss. Sie sind richtig aggressiv und man muss viel Gewebe entfernen. Das kann Einfluss darauf haben, ob und wie er zur Toilette geht. Hier ist noch irgendwas Großes. Er hat ein weiteres Geschwür in seinem Bauchraum. Das ist nicht gut. Sein Bauch sieht aufgetrieben aus. Wir machen einen Ultraschall und sehen uns das an, bevor wir operieren. Ich schaue mir diesen Knoten an. Sieht komisch aus. Das ist nicht nur Fett. Lauter Kammern. Ja,